Eieieiei. Ja, der Schredder hat noch vollen Lebensbalken. Oder ist er nicht? Sofern er einen Lebensbalken hat. Manua muss mir alleine lassen, wenn er damit hoch will, mit dem Tech und von der Grappling Hook zurückgehalten werden will. So, Noah Games ist wieder drin. Übermorgen brennt. Stirbt am Brand. Ist am Brand gestorben? Der ist doch gar nicht bei den Alcoholics. Achtung, Achtung. Jetzt wird das C4 an den Wänden gesetzt, wo das. Ja, stimmt. Wo der Replikator, der Schredder hinter ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt kaputt gegangen ist oder ob das da jetzt noch hängt. Heideltraut wurde gespawnt. Wie die sich irgendwie eine Wand gegenüberstehen. Die Base sieht aus wie Schredder. Oh, er ist drin, er ist drin. Mittendrin. Oh. Dreht sich im Kreis mit dem Flammenwerfer. Oh, zückt den Rocket Launcher. Gefährlich. Und macht erstmal wieder den Abflug. Jungs, ihr seid so nah dran. Aber echt. Oh, Itzoki beißt sie erstmal raus. Er brennt. Nicht, dass er auch noch an Brand stirbt. Flammenwerfer ist echt übel. Ey. Oh, ist gestorben. Krass. Ne? Jo. Oh, und Noah Games hat einen Schockdart abbekommen. Wie witzig. Oh, Flammenwerfer von Chris. Reinhold Gerner. Du schaffst das. Ich glaube, es hat sich gleich ausgereinholt. Oh, und oh, oh. Sehen Sie jetzt den Tech-Schredder? Jetzt sitzt er quasi auf dem Präsentierteller. Da muss eine Wand hin, Lungs, aber ganz schnell. Captain Morgan hat erstmal reingeguckt, ob er noch steht. Na, ob sie das also, sie haben es doch nicht, sie haben es doch nicht mitgekriegt, dass der da steht. Hört man das Ding eigentlich? Oder ja, es hört sich an wie ein normaler Replikator. Ah, okay. Oh, jetzt steht da ein Tech-Turret in der Wand. Geil. Geil. Ah, ich glaube, das war ein guter Schachzug. Ja, geil. Richtig gut. Hey, der Witzka ist ganz schön spannend hier. Aha. Ich wurde gefunden. Ey, waren so nah dran, ey. Krass. Schießen Tech-Turrets eigentlich auch auf Raketen? Nein. Okay. Na, man merkt, wie lange ich schon kein Ark mehr gespielt habe. Ja, halt noch nicht mit Tech-Sachen, ne? Nee. Ja, stimmt. Vor allem das Tech-Turret hat auch nur 952 von 3000. Alter. Die Homies haben Maulwurf zerstört. Die Homies haben jetzt einen Punkt. Ach, die fangen jetzt auch an. So, nur stimmt das? Weiter mit dem Rocket Launcher. Ja. Okay. Ah, ich vertraue der Technik mal. Ey, diese Taktik von unten hochballern, ey, krass. Richtig gut. Tech-Turret hat auch nur noch 872. Das sah auch gut aus. Wenn das Turret nicht auf die Rakete geschossen wäre, hätte das den Schuss überlebt. Hätte der Rex nicht geschissen, hätte er den Spieler gefressen. Ja, genau. Schönen Gruß von der Fahrradkette. Ja, wir müssen ein bisschen weiter nach rechts, um das Tech-Turret zu treffen. Echt schon eher so getroffen. Hammer.
Er ist tot oder was? Ja. Krass. Eine Rakete von unten. Aber wenn der Tech-Replikator zerstört ist, kommt dann eine Meldung? Ja. Mhm. Okay, und dann gehen sofort die 10 Tage sozusagen für die Schneckenräuber los, theoretisch. Mhm. Okay. Er müsste auch irgendwo noch Wände rumfliegen haben. Oh Mann, das ist so gefährlich. Wahrscheinlich holen jetzt die two Girls gerade ihren Parasail wieder. Also ja, darauf hätte ich schon längst gewartet, dass der wiederkommt. Ich glaube, sie versuchen noch das Turret zu treffen. Aber das steht da ganz sicher, relativ sicher. Oh, das hat weh bestimmt. Okay, der wird sofort getroffen. Erholen sich die 6 Fragezeichen jetzt oder folgt die nächste Angriffswelle? Das sehen Sie in der nächsten Folge. Oh, da steht jetzt vor allem noch ein Tech-Turret vor dem Schneckschredder. Noch ich glaube, so, noch das ist aus. Jetzt ist es wieder weg. Ich glaube, das macht gar nichts. Nur wenn du da drin bist und auf das Ding geschossen hast, ist es glaube ich instant kaputt, oder? Der Schredder, ist instant kaputt. Schon, ja. Geh mal einen Schuss, dann ist er weg. Du brauchst nur, du brauchst da nur eine Bereichsexplosion irgendwo. Du kannst auch hinrennen und dich mit dem C4 selber zünden, was auch immer. Ja. Oder halt mit der Kanone reinballern. Ja. Dann mit dem jetzt Katapult ist ja einmal treffen. Frei. Ja. Also wir halten fest, die 6 Fragezeichen haben bisher ein bisschen Glück gehabt. Ja, aber die two Girls hatten vorhin GZ in den Chat geschrieben. Also ich weiß nicht, ob sie da nochmal losmachen. Also als sie das Tech Turret gesetzt hatten und davon abgeballert wurden, in dem Moment stand danach GZ im Chat. Hm. Ich glaube, die haben das noch nicht gesehen, dass der Schredder da direkt vor dem, also auf dem Präsentierteller steht. Sag bloß, sie ziehen sich jetzt wirklich zurück. Ich weiß es nicht. Ich meine, Chris liegt hier ja noch und Sniper da, aber... Oder sie holen wirklich jetzt wieder den Paraserver, ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal, was sie machen. Ne, stehen alle in der Base. So, jetzt bauen sie da wieder... irgendwas. Bauen sie da wieder die Wände hin, jetzt ist es wieder zu. Außer von oben, da kommt man noch rein. Der Parazell kommt wieder mit dem Katapult. Ja, ja, ist er. Ich musste sie den noch erstmal hochheilen, die haben bestimmt so ein Schwein, oder? Der Parazell sah aber nicht sonderlich kaputt aus. Mal schauen, was passiert. Aber wenn sie den schon mal zu Hause hatten, hätten sie auch die Wand ersetzen können, ne? Stimmt. Ich wurde gefunden. Oh, get right ins Katapult. Ich wurde gefunden. Da fliegt das erste. Oh, schick. Und trifft ziemlich gut. Wenn er jetzt noch 5-mal auf denselben Knopf drückt. Oh. Eieieiei. Ja, und noch 3. Also nein. Der Schredder hat noch 845 Punkte von 2500. Jetzt trifft er den Safe. 2500 von 2500. Okay, dann noch 3, wenn der Safe weg ist. Also der und dann ja. Jetzt noch 2. Ah, das ist fast drin. Oh, ist das spannend. Zocki hat nochmal geguckt, ob er noch steht. Tech-Zeug besorgt. Die machen das echt spannend, ne? Aha. Alter. Der Paracel brennt. Ist auch niemand mehr oben drin. Mit dem Paracel.
Wenn die wüssten, dass sie eigentlich schon fast gewonnen haben, ey. Arasel kriegt ganz schön. Ich scheine einen guten Sattel zu haben. Die stehen jetzt wieder da drunter. Ich glaube, die versuchen jetzt wieder reinzukommen. Also Chris und Replay stehen hier direkt da drunter. Die haben echt eine gute Aufteilung, ne? Also wenn der Replay jetzt unten an der Stelle hochschießt, wo der Turret explodiert, ne? Und die alle die Raketen dann auch abkriegen würden. Wenn Chris einfach hochfliegen würde und da die Wand wegschießen würde, wo er rechts und links gerade geschützt ist. Oh, die Kugeln kommen wieder. Ja. Uiuiui. Da steht der Generator. Oh, das Katapult oben ist wieder besetzt. Daneben. Alter. Oh, oh, jetzt. Alter. Wie könnt ihr ihn nicht treffen? Wie können sie da auch immer treffen? Treffen dahinter die Wand. Der nimmt keinen Schaden von den Kugeln. Ah. Meinst nicht? Doch, die haben wir nicht getroffen. Nee. Die Wände getroffen. Nein. Da, guck mal, drumrum sind alle Wände schwarz. Der nimmt keinen Schaden von den Kugeln. Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wir werden sehen. Er ist ja wieder zurückgezogen. Also die haben definitiv die Wände getroffen mit den Kugeln. Ja. Ich glaube echt, die haben da drüber geschossen, oder? Ja, die haben da drüber. Ich stehe oben in der oberen Ecke von dem Raum. Das genau gesehen. Die haben genau da drüber geschossen. Ja, einmal links und zweimal genau oben rüber. Eieiei. Ah, die müssen das Ding doch sehen. Ja, ich glaube, das siehst du nicht, wenn du hier hinten stehst. Oh. Du siehst nur, dass da irgendwas läuft, aber... Musst du schon mit dem Fernglas gucken, glaube ich. So, gibt's jetzt neue Wände? Ah, ist mein Paracer weg. Was macht denn eine Rex jetzt hier vorne? Ich glaube, das ist untergefallen. Aber wenn die jetzt echt da hochfliegen würden, ne? Einfach da hochfliegen. Und da reinlaufen und gegenschießen. Das könnten die. Ja, es ist einfach offen jetzt. Ja. Dann würden sie da auch durchkommen. Weil da sind doch keine Turrets gerade. Also 3 oder 4, die eventuell schießen könnten. Wenn sie so ein bisschen von unten links kommen und dann nach rechts rüber gehen. Feuerpfeile. Könnten einfach mit Feuerpfeil draufballern. Ah. 2 Stück und das Ding ist weg. Hat der den nicht gerade getroffen? Ne, hat wieder links daneben geschossen. Das hängt doch in der Wand, der Pfeil. Ja, er ist an der Wand. Versuchen sie den Generator abzuschießen. Der ist gleich down. 191 von 1000. Ja. Ich glaube, die schießen auch eher auf den Generator und gar nicht auf den Schredder. Ich glaube, die haben den Hitler nicht wirklich gesehen. Der Generator ist down, aber der ist nicht der, der alle Turrets betreibt. Also zumindest ich alleine. Na, alles ab Turret Paracella kommt. Der Rex betreiberlos knabbert am Paracell rum. Tut. Stellen sich Schützen vor den Tech-Schredder. Eieiei. Mann, das ist aber auch spannend. Ehrlich. Ich meine, im Prinzip wird jetzt... Steinwände. Oh, Noah Games geht hoch. Steinwände, wie geil. Steht Noah Games vor den Steinwänden, oder was? Ja, er hängt knapp da drunter. Oh, DSA kommt dazu. Oh, stimmt, die sind alle da oben.
Zeug. Steinwände. Geil. Ja, Steinwände schützen vor Feuerfall. Aber komm, jetzt muss euch doch klar sein, dass da was Wichtiges ist, wenn die da Steinwände hinbauen. Oh, jetzt knallt's von hinten. Der Noob ist wieder dabei. Ja, die Schlängeräuber haben wir echt aufgerüstet jetzt in der Zeit. Ja, die wissen, dass als nächstes dran sind. Hier stehen unzählige Tech-Turrets über den ganzen Felsen verteilt. Okay. Wobei ich nicht sicher bin, ob sie weiß, wie schnell sie bald dran sind. Mal ein bisschen bei den anderen rum. Der Rex ist wirklich, wir brauchen eine gute Rex-Armee. Aber alles nur der Schein hat sein. Das sind diese Bionic-Skins. Oh, wie ist da frumst überall. Da springt ein brennender Frosch durch. Schön eher so. Doc von Castle Engineers ist angeln gegangen. Gut. Ja, sonst sieht das recht ruhig aus auf dem Server. Oh, bei DSA sind leben nur noch 3 Leute. Ja, ich wette, Noah Games steht da und guckt mit der K-Sicht. Hm. Und versucht, sich auszurechnen, wo er lang gehen kann, ohne abgeschossen zu werden. Ich glaube, er hat auch den richtigen Riecher. Ah, aber da ist immer noch dieses eine Turret da. Ah, jetzt ist er dran. Und C4, oder? Ja, Chris setzt C4 an der Steinwand. Jawoll! Yo! Da ist er down! Mann, 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 was ein Akt! Nice, nice, nice! Und der Chef geht ab. So, Uhrzeit, Tag. Tja, die brauchen wir, ne? Tag 28, 14.50 Uhr. Krass, hat 2 Tage gedauert. 2 Tage und 8 Stunden. Und der Erfolg ist den Two Girls One Torch zuzuschreiben. Mhm. Das ist wohl richtig. Haben sie echt super gemacht, also krass. 3-mal kaputtes Tech-Schild. Mhm. So, Schneckenräuber, zieht euch warm an. Ja, guckt es mal an, ne? Die USA ziehen sich zurück. Oh, und die haben auch noch 3 Superforges, also 6 Fragezeichen können auch noch mitmischen jetzt gleich. Wenn sie wieder in Ruhe gelassen werden. Soweit Quiz ihnen nicht alles kaputt macht. Ah, das war schon ziemlich krass. Ja, das war krass.
macht große Augen. Ich wurde gefunden. Was macht denn Chris da bei denen in der Base? Überall C4 dran legen, wo er gern rein möchte? Meinst du, sie wollen jetzt auch noch looten? Ein bisschen was bestimmt. Brauchen bestimmt auch noch ein bisschen was jetzt. Dann ja als nächstes dran. Nach den Schneckenräubern. Boah, das ist bitter. Drei Punkte für die netten Homie. Nette Homies. 2 Points. 2 FPS für Greta. Ich hatte aber auch gerade mal kurz ein paar weniger. Gleich geht's wieder los. Yo. Boah, die reißen den jetzt echt noch alles ab, wa? Krass. Voll sinnlos. Ja. Ist ja jetzt aber auch sinnlos. Ort muss auch dran glauben. Letzte. So, Achtung. Gleich uns nochmal. Naja. Gut, die 6 Fragezeichen mir doch nicht mehr mitmischen. Oh, sowas finde ich mal kacke, ey. Ich mag das nicht. Also so cool, wie die gerade gekämpft haben, irgendwie jetzt ist es meines Erachtens auch wieder so semi. Ja, die haben echt gut gerade gekämpft und alles cool gewesen und so und jetzt machen die sowas, ey. Ich finde es auch einfach sinnlos. Oh, Xidi ist auch da. Ja, ein bisschen spät jetzt, ne? Ist er schon tot? Wo ist Xidi? Er fliegt wieder weg. Ist tot. Kurzbesuch, würde ich sagen. Hat vorne gegen den Felsen geknallt. Und wird gelootet von DSA, die da überhaupt nichts mit zu tun haben. Also wenn man Saves auch sprengt, die gepincodet sind, ne, finde ich es irgendwie immer noch ganz cool oder ist ganz okay. Aber ich weiß nicht, ey, muss man wirklich den Leuten die Superforges wegschießen, wenn das beim Raid selber passiert irgendwie und die hinter einer Wand stehen und man kann kaum was dafür, okay. Ja. Finde ich auch, aber so alles eigentlich gesaved in Superforges kann man immer reingucken. Ich glaube, zu der Einsicht muss man aber auch erstmal kommen, irgendwie, dass andere Leute halt auch spielen und so weiter und so fort. Ich glaube, das haben wir auch alle am Anfang nicht so ganz gesehen. Das kann sein. Also es ist halt so, dass deswegen machen wir das ja gerade auch noch mit dem Schneckschredder. Dass man weiß, okay, der ist kaputt, dann haben die jetzt verloren sozusagen. Hm. Ja, man kann da noch looten, aber theoretisch ist die Sache durch für den Tribe. Ja, und wenn man auch die Schnecken mitnimmt, dann können die sowieso nicht mehr trillen, das ist schon verlegt. Ja. Hier sind ja auch erstmal andere dran. Ja. Jo, jetzt sieht hier ziemlich alle aus.